Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wie gehe ich durchs Leben? Wie gehe ich durchs Leben und was tut das mit meiner Seele? Ja, wir gehen hier ja immer aus von unserer unsterblichen Seele in einem Körper, in einem wunderschönen Körper hier auf dieser Erde. Ja, jeder Körper ist wunderschön. Genauso wie er ist, ist er perfekt. Und ja, auch wenn einige sagen, ich mag meinen Körper nicht oder er tut mir weh oder er hat viele Baustellen oder vieles auch, was ich gerne anders hätte. Trotzdem, jeder Körper ist genauso, wie er ist, genauso ist er perfekt. Und jede Seele ist deswegen auch genau im richtigen Körper, genau da, wo sie hin will, wollte, um das zu tun, was sie tun muss. Wir kennen so ein paar Dinge, ja, du sollst deine Eltern respektieren, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und, und. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Geschichten, die dazu führen können, ob ich meine Aufgabe erledige oder nicht. Und eine davon ist tatsächlich auch, ja, ehrlich zu sein auf eine Art und Weise, dass es der Seele gut tut, dass es also der Welt, dem Universum auch gut tut. Ich war in London und es gab da eine sehr interessante Geschichte. Ich hatte meinen Adapter vergessen. Ihr wisst, in London oder in England brauche ich andere, gibt es andere Steckdosen als in Europa? Ja, auch in Europa gibt es in den Niederlanden andere Steckdosen als in Deutschland, für Telefon zum Beispiel. Also das hat man auch in Europa noch nicht gelöst. Also Vorsicht, wenn ihr jetzt sagt, die Engländer, wie sie sind speziell, Großbritannien gibt es wieder andere Steckdosen. Ich hatte diesen Adapter vergessen und bin dann in diesem Viertel, wo die ganzen kleinen Elektronikläden sind, und habe dann nach einem Adapter gefragt. Der erste hat mir gesagt, er wolle 10 Euro. Fand ich ziemlich viel. Und als ich sagte, nee, ist mir zu viel, hat er gesagt, naja, 8. Und da habe ich gesagt, nee, danke. Und beim nächsten waren es dann, der fing an mit 9 und ging runter bis 7. Der dritte fing an bei 8 und blieb bei 8. Also aus Spaß habe ich mir dann die verschiedenen Elektroniklädchen abgeklappert und habe geguckt, was passiert. Und dann kam ein Lädchen, da hat einer gesagt 5 Pounds, also 5, 5 Pfund. Fand ich okay, war ein guter Preis im Vergleich zu all den anderen, die dann anfingen zu handeln. Und er wollte dann auch nicht handeln, er hat gesagt, nein, 5 Pfund ist der korrekte Preis, dann habe ich noch etwas verdient und das ist der Preis, für den ich dieses Teil mit gutem Gewissen verkaufen kann. Mit gutem Gewissen. Das fand ich ganz wunderbar. Und wir haben dann ein tolles Gespräch geführt. Und er sagte, ja, es ist wichtig, dass ich etwas habe, dass ich Einnahmen habe, dass ich Umsatz mache. Aber genauso wichtig ist es mir auch, dass ich zufriedene Kunden habe, die zurückkommen. Und das ist genau der Punkt. Für was verkaufe ich etwas, was ich habe? Das kann alles sein. Ja, das kann auch zum Beispiel ein Coaching sein oder ein Kurs oder es kann ein Kleid sein, es kann ein Adapter sein. Es kann aber auch etwas Symbolisches sein. Was verlange ich für das, was ich anbiete? Und da ist wirklich, der Punkt ist, der ehrliche Verkäufer. Wie ehrlich bin ich als Verkäufer? Jeder von uns verkauft sich jeden Tag aufs Neue. In ganz vielen verschiedenen Situationen. Jeder von uns ist Verkäufer. Und da sind wir wieder bei dem Thema Ursache und Effekt. Jeder von uns möchte lieber Verkäufer sein als Käufer. Ich möchte jemand sein, der etwas anbietet, als jemand, der händeringend da steht und etwas braucht. Also, seid in diesem Leben Verkäufer. Seid diejenigen, die etwas anbieten können, die auch etwas haben, was andere haben möchten. Das kann auch ein Lächeln sein. Und einige von euch werden sagen, ja, aber ein Lächeln, das werde ich ja nicht verkaufen. Doch, symbolisch gesehen, ja. Symbolisch gesehen verkaufe ich mein Lächeln. Mein Lächeln ist unbezahlbar. Unbezahlbar, das weiß ich, weil ich ein ganz toller Mensch bin. Weil ich ein Mensch bin, ich liebe mich selbst. Also mein Lächeln ist unbezahlbar. Und dieses unbezahlbare Lächeln gebe ich heute all den Menschen um mich herum. Ich gebe es ihnen. Es ist ein Geschenk von mir an die anderen Menschen, auch an das Universum, auch an den Schöpfer. Ich gebe dieses Lächeln. Es ist ein Geschenk.
aber es ist unbezahlbar. Also möchte ich auch etwas zurückbekommen. Ich möchte viele, viele, viele Geschenke zurückbekommen. Und so funktioniert unser Leben, so funktioniert das. Und wichtig ist auch wirklich dabei immer zu sehen, für was verkaufe ich das, was ich habe. Gerade wenn ich zum Beispiel ein Geschäft habe, einen Laden, ja, dann ist die Frage, und das ist heute teilweise vielleicht sogar ein bisschen aus den Fugen geraten. Viele in arabischen Ländern ist es vollkommen normal, ja, auch im Mittleren Osten ist es vollkommen normal, dass ich, wenn ich einen Preis höre, sage, nein, ist mir zu viel, ich hätte gerne einen niedrigeren Preis. Die Frage ist, wo einigt man sich dann? Und die Frage ist auch, wie hoch ist der Preis? Wie gerechtfertigt ist dieser Preis? Wie gerechtfertigt ist es, das zu verlangen? Ja, 10 Euro für einen Adapter ist nicht gerade nett. 5 Euro für einen Adapter ist okay. Der andere, der das anbietet, hat natürlich das Recht zu sagen, interessiert mich nicht. Ich möchte bei diesem Adapter 7 Euro Gewinn haben. Der andere sagt, 2 Euro reicht mir. Dafür verkaufe ich mehr Adapter. Es ist immer die Frage, wo bin ich, wer bin ich und wo bewege ich mich? Kann ich mit gutem Gewissen einen Adapter verkaufen, den ich für 3 Euro eingekauft habe, na vielleicht sogar für 2, und wo ich dann 8 Euro Gewinn mache? Oder fühle ich mich besser, wenn ich sage, ich habe den für 2 Euro eingekauft und ich habe 3 Euro Gewinn? Ja, und einige werden sagen, ja, was der Depp dafür gibt. Vielleicht ist jemand so blöd und gibt diese 10 Euro. Und der Verkäufer sagt, der war blöd, das war eine blöde Kundin, vielleicht sogar zu mir, und sagt, die hat 10 Euro für den Adapter bezahlt. Das ist das, was ich meine. Wie rein kann ich mit mir selber sein? Wie rein kann ich mit meiner Seele sein? Wie rein kann ich sein, um zu sagen, ja, ich kann guten Gewissens das vertreten? Und wir leben heute in einer Zeit, wie gesagt, in der es auch viele Situationen gibt und viele Dinge gibt und viele sogenannte Mogelpackungen, ja, gehört mit zum kapitalistischen System, ja. Die Preise werden höher, alles wird teurer. Was macht der Fabrikant? Er macht eine Packung, die ist genauso groß, da ist nur weniger drin. Seht ihr überall, mit der Schokolade übrigens, unglaublich interessant. Schokolade ist wesentlich teurer geworden, weil der Kakao teurer geworden ist. Und heute, 100, als ich Kind war, die ganzen Jahre, 100 Gramm Schokoladentafel, vollkommen normal. Es gab so gut wie keine andere. Es gab mal eine 50 Gramm oder so kleine Plättchen in der Packung. Aber 100 Gramm Schokolade, vollkommen normal. Manchmal sogar 200 beim Discounter. 100, 200 und 50. Heute gibt es Schokoladentafeln 80 Gramm, manche sind 75 Gramm, manche sind sogar 60 Gramm, manche sind 90 Gramm. Ich muss heute genau hinschauen. Wie ist das Gewissen des Fabrikanten? Kann er damit umgehen? Kann er damit leben? Ja, klar, auf dieser Erde kann er gut damit leben, weil er macht natürlich einen satten Gewinn und kann sich da ein schönes Haus leisten und, was auch immer. Ist prima, ist ihm auch gegönnt. Aber wie sieht es mit seiner Seele aus in dem Augenblick, wo die Seele den Körper verlässt? Wie ehrlich, wie guckt er dann auf sich selbst zurück? Wie kann er sich selber da ins Auge schauen? Wie kann er sich selber da einschätzen? Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Ja, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Auch wenn ich mein Lächeln verkaufe oder auch wenn ich eine Dienstleistung verkaufe. Ja, eine Dienstleistung. Manche sagen, ja, ich arbeite hart und ich möchte 25 Euro für diese Dienstleistung haben. Und jemand anders sagt, oh, ich verlange 25 Euro, aber ich sitze die halbe Zeit nur rum. Wie ehrlich bin ich? Wie ehrlich bin ich zu mir? Denn das bedeutet, so ehrlich bin ich auch zu anderen. Besser gesagt, so ehrlich wie ich zu anderen bin, bin ich natürlich auch ehrlich zu mir selbst. Und das ist wirklich eine wichtige Frage, die sich jeder von uns selber stellen kann. Bin ich das wirklich wert? Nur ich weiß das. Ich weiß, dass mein Lächeln unbezahlbar ist. Und ich weiß auch, dass meine Dienstleistung unbezahlbar ist. Ich entscheide mich dazu, das anzubieten für diese Person oder für diese Firma. Meine kostbare Zeit hier auf Erden, die biete ich an.
aber dafür möchte ich das und das und das zurückhaben. Aber ich weiß, dass ich dann alles gebe. Und ich weiß auch, dass ich in der Zeit des Arbeitgebers vielleicht nicht stundenlang da sitze und privat auf mein Handy rumgucke. Vielleicht mache ich es doch. Aber dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wichtige Frage für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.